Ja, willkommen, mein Name ist Daniel Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge haben wir die Bafus-Zitadelle, ja, setzen wir die Reise fort, die Bafus-Zitadelle betreten und suchen jetzt hier irgendwo das Innere, damit wir irgendwas finden. Was uns helfen könnte gegen Lambda und so. So, da können wir nicht hin, okay. Wir nehmen nach links. Und weiter nach links. What? Kein Problem. Did you see what happened? Yeah, when we pulled this switch, the wall on the other staircase moved. If you understood that much, we shouldn't have any problems. Let's hurry on. Okay, wenn ihr das verstanden habt. Was hat denn für eine Andeutung? Weil irgendwie ging die da unten jetzt voll ab. Ich glaube, hier sind wir schon richtig. Aber gehen wir erstmal weiter. Okay. Ja, nach hinten geht ja nicht. Deswegen nach vorne. Hallöchen. Na, Entdeckung. Militärabzeichen. So sah's auch aus. Meine Verantwortung. Considering how big this facility is, I guess it makes sense that it was used as a military base. And to think that you were part of all this. It's still so hard for me to believe you were stationed here, sent on a mission to destroy Lambda. That's... Sophie, please, let me do it instead. But stopping Lambda is my responsibility. This is not something anyone else can do. Don't worry about me, Asbel. I will protect you, and everyone else. It's my turn to protect you for once. You've already done so much for everyone. I don't want you putting yourself in danger again. But you can't beat him, Asbel. Only I can, and I will. Na, wie egoistisch, Sophie, wie kannst du? Okay. Irgendwie ist sie jetzt voll eifrig darauf, jetzt Lambda fertig zu machen. Und auch Richard. Das geht nicht, also nach rechts. Ah! Eine Frage der Zeit, ne? So. Mit der Linie, wenn ich glaube, ich spinne. Oh nein, ich glaube, du explodierst, oder? Sah so aus, jedenfalls. So, ich habe jetzt auch einen Nudelgratang eingetan. So, damit ich bei einer 20er-Kombo schon mehr FP bekomme. Ein bisschen besser ist. Verdammt! Was? Irgendwie komme ich. So, jetzt komme ich mal zu. Ha! Also irgendwie nicht so gebraucht. Egal. Auferstehung verbessert und geübt das Schleuderartikel. Mein PS3 geht ab. Schon wieder. Also bei dem Wetter ist halt auch nicht wunderlich. Jetzt bin ich schon so weit hier reingegangen, ich glaube. Oh, Buchs Glücks. Die Zauberung verdoppelt die Erfolgsquote mit dem Zeug von den Becken mit dem Elfmixer. Ja. Warte mal, ja. Bonusgeld, weg damit. So, wie ist das Ding nochmal? Ja. Verdammt, wie ist das Ding nochmal? Verdammt. Des Austausches. Ja, hier. Buch des Glücks, mein Gott. Jetzt müsste sich... Ja, Meeresfrüchte. Nee, was? Folgst du beim Erzeug von dem Weg mit dem Elfen? Okay. Weil wird aber auch gezeigt. So, wir gehen jetzt nochmal lieber zurück, weil... Sieht schon verdächtig danach aus, als ich hier richtig bin. Dann gehen wir mal runter. Diese einen Gabelung, wo es auch nach unten ging, anstatt nach rechts. Ja. So, ich hoffe,
Ich glaube jetzt nicht den Weg zurück, nur um zum richtigen Weg zu gehen. Das wäre nämlich richtig nervig. So, jetzt hier lang. Jetzt bin ich verwirrt. Da kommen wir denn von links auf einmal raus. Aber das ist ein gerader Weg, das ist gut. Ah, perfekt. Morsches Schwert, ja super. Und ich einfach darüber springen, ehrlich. Ja. So, dann wir den ganzen Weg zurück. Wir reden die ganzen nervigen Gegner. Und gehen wieder ein, wo wir vorher waren. So. Okay. Mathematik. Okay. Pascal ist kurz davor, einen fünften Stern zu bekommen, also muss ich mir merken. So lange dauert das gar nicht mehr, bis das Spiel durch ist, fällt mir gerade ein. Wenn ich mich nicht irre. Wird noch vor dem Erscheinen von Tales of Xillia oder Exilia, wie auch immer man das ausspricht, 2 durchhaben. Dann habe ich wieder ein bisschen Platz. Dann habe ich wieder 3-4 Projekte auf einmal. Kann man jetzt schon kaum klar. So, links. Und links. Links. Verdammt. Rechts. Scheint sich auch etwas bewegt zu haben. Okay. Ich weiß auch nicht, was die mit oben meinen. Ich war noch gar nicht oben. Aber egal. Wenn wir das Ding gehen nach oben, jetzt kommen wir nach oben, ja. Hey, hey, hey. So, ui. Zack, seltsames Zahnrad. Lass mal lang. So. Links. Links. Speicherung, das ist schon sehr gut. Na links, so. Ah. Ohne mehr Wasser. Und da haben wir wieder was. 400 Gold. So, links geht nicht. Ich meine, das ist die richtige Richtung hier. Antippe. So, warte mal hier. Also da hinten konnte man ja auch noch nach Dingens gehen, nach rechts. Hm, warum sollte man das bewegen wollen? Ja, so, jetzt kommt wieder der Punkt, in dem ich mich verirre. Ich weiß es. Oh Gott. Hm. Und da hinten da auch noch nach rechts, mein Gott. Ah. Wo bin ich hier? Oh Gott, ich gehe nochmal zurück. So ein Dreck. Da konnte man noch nach rechts irgendwo. Wo konnten da hin? Warum haben die halt extra hier in 2 Bereiche eingeteilt? Eieiei. Viel zu kompliziert für mich. So, hier konnte man noch mal rechts, glaube ich. Na, jetzt der richtige Weg ist, ne? Das ist viel zu kompliziert für mich. Hm. Da muss es eine Sackgasse sein. Ach,
Ach, hier kommt man rein. Eleganter Edelmann. So, hier haben wir schon mal ein Problem. Super, ich bin schon mal hier wieder vollkommen umsonst eingelatscht. Aber hier kommen echt gute Sachen hier. Eine Aufrüstung. So, hier sind wir schon mal falsch. Das ist gut. Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Mann. Was ist denn dieser Shit? Also wir sind in den nächsten 10 Minuten hier fertig und können das speichern. Ne, da ist doch schon mal was. Ja. Da konnten wir sowieso nichts mehr an diesen wackelnden Dingen. Was haben wir hier noch? Aufzug, da kommen wir wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Besser von da aus kommen wir nach oben hin. Ne, da. Nee, war doch gerade da. Ah. So, dann gehen wir mal hier hin und verirren uns. Okay. Weiß man nicht, warum, wenn ich hier rauskomme, es direkt wieder nach rechts geht. Das verwirrt mich nur noch mehr. Aber egal. So, wo kommen wir hier hin? Oh, hier müsste ich doch wieder da rauskommen, ne? Jo. Okay. Muss ja irgendeinen Grund haben dann. So, Entdeckung, ich habe dich gesehen. Amazianischer Schlüssel. Ungewöhnliche Form Schlüssel, den die Amazianer vor über 1000 Jahren nutzten. Muss doch irgendwo passen. Hey, what's this? How nostalgic. It has been a while since I have seen an Amarcian key. A key? So what's it open? Long ago, it was used in the doors of Amarcian design structures. Ach ja, ich weiß. So can it open any doors around here? No, I highly doubt it would have been used in a fortification such as this. There was a time where that style of door was constructed abundantly, but it had grown obsolete by the time I had entered into my deep sleep. Oh, nuts. Guess it's useless. No need to run hastily to conclusions. There may still be doors that use such a lock on Aphinia. Oh, really? Yeah. Well, I hate dragging around useless junk, but this seems like a winner right here. Okay. Cool. Mitnehmen. Okay. Ah, okay, jetzt hat es da eingeriegelt. So. Eine Tür? Nee. So, das scheint schon mal richtig zu sein. Ich weiß sogar noch, wofür der Schlüssel ist. So, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Hä? Also okay, glaube ich. Einfach so. Was wenn ich im Weg ist? Okay. Dann gehen wir mal wieder runter, nehme ich an. Oder? Da müssen wir jetzt da oben durchkommen. War eigentlich schon an den Ort? Ich glaube nicht. Also wo man den Schlüssel reintun könnte. Nee. Komm, einen Kampf geben wir uns noch geben. Ah Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe. Das ist Hubert, der die ganze Zeit Witze macht. Idiot. Diese Typen hier, die hasse ich. Smartwaffe. Was, Emerald? Was machst du denn hier? Ah, Hilfe. Hilfe. Ich werde hier voll umgebracht von diesen Fernkämpfern. Komm her.
Ha, Konter. Das war sehr effektiv. Nein, ich Konter. Nichts getroffen, Mann. So. Oh. Lebensgewinn, das ist gut. Mehr KP mit Dingens. Tank des Lebens. So, irgendwo noch hier einen neuen Zauber lernen, hallo? Irgendwo hier muss doch. Boah, keine Ahnung. Nehmen wir den hier. Ist immer noch nicht. Was soll das? So, kann man ihn auch nutzen. Er war ja schon immer da ausgeschaltet. So, Ach, wir können uns jetzt jederzeit hier in ballern. Warum sollten wir das tun? Meine Herren. Ich kapiere irgendwie nicht so. Ja, irgendwas, wenn man das hier nach dahin bewegt. Oh, keine Ahnung, ich habe mich jetzt hier eingebaut, aber was soll's. Geh mal zum Dingens hin. Komm, einen kriegen wir noch. Bam. Aber ich wollte heilen. Fällt mir gerade ein. Warte mal eine Sekunde. Fokus. Okay, aua. Fort Fokus, aua. Ah. War gut. You boink. Aua. Oh, ich hasse es. So, jetzt kriegt er eins aufs Maul. Und verdammt, schon tot warst du, ne? Ich habe mich mal kurz hoch mit Sharpen, beziehungsweise wie auch immer der Angriff nochmal hieß. Sensoraufnahme, mein Gott. Komm, Konter. Konter, Burns! Kein teurer Platz. Haben Sie sich verirrt? Nein. Irgendwie anders übersetzt. Ich glaube, ich schon mal gesagt. Im Original sagt sie irgendwie, oh, Juba, du bist so cool. Hey, sag mir solche Sachen mitten aus dem Nichts. Oder irgendwie so. So. Oh Gott, ich weiß schon jetzt nicht mehr. Ich bin zwar nur einen geraden Weg hier am Folgen, aber ich weiß schon jetzt nicht mehr, wo ich bin. So. Was? Hä? Was? Hey, von da komme ich rein. Glaube ich. Hä? Oh Gott, was mache ich denn hier? What is this shit? Not this shit again. Ah, ich krieg die Krise. Habe ich dann falsch gemacht? So, hier hinzugehen bringt nichts mehr, ne? Was bringt mir das denn überhaupt? Warte mal, hä? Hä? Da war ich doch gerade. Hä? Warte mal, ich muss doch da durchkommen jetzt.
bin ich mir noch ein oder was? Bin ich jetzt blöd oder wie? Oder war habe ich den nicht diesen einen Schritt nur nach links bewegt? Hä? Ach, da ist von der anderen Seite. War von der anderen Seite irgendwie ein Bild. Boah, leck mich. Was muss ich denn jetzt noch machen? Da will ich jetzt noch in diesen Part hier reinkriegen. Ist ja richtig nervig. Boah. Okay. Gibt's doch nicht. Okay, diese Dinger verändern, glaube ich mal, was, ne? Weiß nicht. Ich muss mal kurz da gucken, was kann ich überhaupt da verändern? Ich kann von der anderen Seite kommen, ne? Das ist doch richtig so. Wo ist denn die Tür, von wo ich da hinkommen kann, hä? Dann möchte ich noch in diesem Part schaffen, auch wenn er ein bisschen länger dauert jetzt. Wie muss ich denn da... Wie komme ich denn da rüber überhaupt? Mal kurz. Was? Nein, ich wollte dich nicht mitnehmen. Ah! Warte mal, hier ist so eine Brücke. What the fuck? Da kann ich durch. Warte mal einen Moment. Ah. Wie könnt ihr es wagen? Ja. So, einmal mal weg. Aua. So, das Ding muss ich bewegen, dann kommt da oben eine Brücke, glaube ich. Hey, ich bin unsichtbar. Knorke. Ach so. Ja, jetzt zeigst du mir, dass da oben sich was verändert. Danke. Oh Gott. Ich hier schon wieder, ne? Oh Gott. Ah, du Drecksack. Ah. Durch brennen, danke. Boah. Ganz einfach das Ding hier. So. Okay, perfekt. Wenn es jemand schafft, dann wir. Got a second, Hubert? Will you spar with me? Was, willst du mich auf... Now? Where is this coming from? When the shuttle repairs are complete and we return to Afinia, I may have to fight Richard again. The man was quite a skilled swordsman, as I recall. You're right to be worried. I want to save him without inflicting more damage than necessary. And to pull that off, I need far greater skills than I have. Ja, ich hab grad was getrunken. Very well then. Es ist verdammt warm, ja. I should call Sophie over to participate as well. No, it's okay. I don't want her involved in this, but Sophie's become oddly stubborn about the whole Lambda thing. She thinks it's her responsibility to face him alone. I need to prove to her that I can protect her. If anyone can do so, it's you. Okay, kein Kampf. Okay, Gott sei Dank. Aber ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Crystal, wenn wir hier, weiß ich nicht, irgendwas finden werden. Bis die Tage. Ciao.